Willkommen bei Sägebob. Ich muss meine Benzinkettensäge betanken und da stellt sich doch die Frage, nehme ich hierzu eine Tülle bzw. einen Ausgießer oder ein Schnelltanksystem? Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, beides funktioniert. Über viele Jahre hinweg habe ich hier solch eine Tülle verwendet, wie sie vielleicht jeder auch zu Hause hat. Aber inzwischen nutze ich seit vielen Jahren solch ein Schnelltanksystem, da das zahlreiche Vorteile hat. Es gibt diese Einfüllstutzen von zahlreichen Herstellern. Ich nutze hier einen von Hühnersdorf bzw. mehrere und auch von Oregon. Und die Installation ist sehr einfach. Ihr öffnet hier hinten zuerst das Gewinde. Dann nehmt ihr euren Benzinkanister, öffnet dort den Deckel und dann schraubt ihr einfach das System drauf. So, dass alles fest sitzt. Dann könnt ihr mal überprüfen, ob alles dicht ist. Ja, es kleckert nichts raus. Wenn man solch ein System wie hier benutzt, ihr drückt den Kanister bloß in den Benzintank rein, dann füllt sich der Tank und sobald dann der Höchststand bzw. der Füllstand erreicht ist, dann stoppt dieses System automatisch. Es kann also auch nichts überlaufen. Und das Betanken an sich ist einfach. Ihr öffnet euren Benzintank, nehmt den Benzinkanister, steckt den Einfüllstutzen gerade drauf und drückt dann den Benzinkanister nach unten. Das ist immer ein schönes Geräusch. Und ihr hört, wenn der Tank voll ist, dann stoppt das System automatisch. Jetzt nehme ich das wieder ab. So. Und meine Benzinkettensäge ist wieder betankt und einsatzbereit. Und ein weiterer Vorteil ist dieser, wenn ihr länger mit der Kettensäge arbeitet, dann müsst ihr ja dementsprechend des Öfteren tanken. Und da ist hier der Vorteil, ihr könnt dieses System einfach drauf lassen und ist der Tank wieder leer, dann drückt ihr den Kanister drauf, betankt die Kettensäge und fertig. Bei einer Tülle müsstet ihr diese immer wieder abmachen, weil lässt man die Tülle drauf, entweichen ja immer zu Benzindämpfe. Und da spart man sozusagen wieder Zeit. Lediglich beim Transport, wie beispielsweise im Auto oder im Transporter, da müsst ihr dann dieses System abschrauben und dann kommt wieder der normale Deckel drauf. Beim Kettenhaftöl nutze ich hier solch einen Ausgießer. Ist sehr praktisch. Ich dachte, es war von Stihl, da habe ich aber auch schon solch ein Einfüllsystem gesehen, was nach dem gleichen Prinzip funktioniert, wo man dann auch das Kettenhaftöl über dieses System in die Kettensäge füllen kann. Gut möglich, dass es vom Aufbau auch komplett gleich ist. Da werde ich demnächst mal noch so ein Einfüllsystem holen und das dann auch testen. Wie gesagt, ich nutze solche Systeme seit vielen Jahren und bin damit sehr zufrieden. Die sind auch in der Anschaffung nicht so teuer und daher ist es eine lohnende Investition aus meiner Sicht. Und ihr könnt hier mal in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr schon damit gemacht habt. So, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.